Ja, aber wie gesagt, wir haben jetzt noch einige Sachen mal gar nicht erkundet. Ja. Das kann man. Ich sag dir, es gibt New Game Plus. Das wäre komisch, wenn nicht. Puh, willkommen. Weiter geht's. Ich hätte trotzdem gesagt, dass ich mehr als 14 Versuche gebraucht hätte, aber 14 klingt gar nicht so viel. Oh. Mini-Buddha. Langen Ohrläppchen. Mhm. Ich finde diese dämonischen Figuren immer so krass. Das sieht auch voll geil aus, ne? Und so entstanden die Buddha. Mhm. Da wurde man wieder ausgespuckt. Und direkt ein Gegner voraus. Ja, super. Der kann bestimmt nichts. Ich gucke mir gleich an. Das ist eine alte chinesische Legende über einen Fuchsdämon. Ich finde das auf jeden Fall richtig cool, diese Zwischensequenzen, wirklich. Ich habe gedacht, da kommt die halt fand ich auch cooler. Die fand ich auch cooler als die erste. Also von Kapitel 1. Er hat aber viel Lebenspunkte. Ja. Ja, gut, ist auch ein Gegner zwischendurch. Wahrscheinlich ist der gleich wieder irgendwas. Eine Eisenseele oder so. Oh, die Kette hat er auch. Sehr schön. Ja, aber jetzt nicht mehr. Geisteressenz, 166. Na gut. Aber war schon geil. Also, zweites Das heißt, wir skippen jetzt den Part, also die Sachen, die wir sonst nicht gemacht ja, haben. Ja, die skippen wir. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt, wo der Fritze tot ist, hier der Sandsturm-Dude, ja. Dass man da jetzt langkommt beim Sand. Ich hätte aber ehrlich gesagt, lass uns einfach hier so den ersten Durchlauf durchlaufen. Direkt. Da ist noch so ein Kurze Frage, Chat. Weiß jemand, ob es ein New Game Plus gibt? Willst du das schon wissen? Ne? Ja, klar. Würde mich mal interessieren. Es wird eins geben, oder? Ganz ehrlich, bei so einem Spiel. Ja, gibt eins. Na, hast du den komischen Dämon-Boss hier gerade auf New Game Plus? Ja, Halleluja. Es gibt ja anscheinend einen einfacheren Weg. Lucarius hat vorhin geschrieben, dass du den Hardcore-Mode gemacht hast, weil wir wohl etwas vergessen haben, was uns den Kampf leichter gemacht hat. Ich hätte halt dran gedacht, ich kann jetzt sagen, was meine Gedanken waren, tatsächlich dieses Felsen festzunehmen und im richtigen Moment zu parieren, wenn er da halt so richtig mit, weiß nicht, seiner Gabel da zuspießt oder so, dass man ihn da halt so ins Taumeln bringen kann, dass man einfach noch besser Schaden machen kann. Beziehungsweise, wir hatten doch auch, man kann Pause machen, wir hatten doch auch so ein Item gefunden, wo irgendwie stand, wenn wir das mit unserer Gurde nutzen, dass die anschließend irgendeinen kurzen Buff gibt. Oder sowas. Naja, das Felsenfest genau, kein Mana schneller, kostet. Ja, genau. Und dass man das sozusagen dauernd nutzen kann, wenn er da rumstürmt, wenn das er das Vieh nicht. Von oben... Nee, okay, das war es nicht. Ja, gut. Dann aber auch nicht verraten, was es war. Weil vielleicht brauchen wir das noch. Habe ich da eigentlich gefunden, gerade in der Kiste. Also mich würde es schon interessieren. Ja? Gut, wenn Mario das wissen möchte, dann... Ich bin ja nur eine Stimme hier. Ey, wenn es halt nur bei dem Boss hilft oder so. Ja gut, wenn's. Ja. Ja, aber man sieht ja, er ist machbar. Auch ohne was auch Absolut. Immer man hätte machen müssen. Und ich muss sagen, das ist auch eigentlich das Niveau, was du so hast für Bosse. Dass ich so viele Versuche brauche, ja, das fühle ich auch. Nee, dass du so schwere Bosse machen kannst. Schneehügelpfad. Endlich mal ein bisschen Abkühlung hier, ne? Schnee. Das würde sich auf das gesamte Spiel auswirken. Ach so. Ah, nee. Nee, nee, nee. Ah. Also, wir haben es vergessen, weil wir es nicht gefunden haben, oder was? Oder wie, oder wo? Oder im Sinne von, wir haben es, aber wir nutzen es nicht. Rüstung. Erstmal Waffe, bitte. Ja, erstmal Waffeln. Erstmal Waffeln. Oh, lecker Waffeln. So, Steinstab mit. Wir haben jetzt gerade den aktiv. Nee, den haben wir nicht. Moment, wir haben den Windbärenstab und wir können ihn verbessern.
Wenn man weniger Verteidigung. 21.000 kostet es. Oh mein Gott. Naja, was verbessert das denn? Na, Schaden nach oben und Crit. Dritte Aktion, ja. Ah, Crit. 7 sind nicht wenig, ne? Ja, aber wir haben keine 21.000. Und der andere? Nee, den wollte ich gar nicht. Nee. Okay. Der hier, das war einfach nur moderat Schaden, da können wir nichts erhöhen. Also verbessern wir noch nicht, weil geht okay, ja gar nicht. Wir haben vergessen, das zu holen. Alles okay. Klar. Na, dann brauchen wir es nicht. So, und Rüstung, was haben wir denn da bekommen? Überhaupt was Neues? Warum hat denn das geleuchtet? Ach so, doch hier, na klar. Farbene Zeug. Stimmt, also. Ja, davon kommen sie auch nicht viel leisten. Illusionen und Duplikate sind in gelben Wind gehüllt, der ihnen eine beträchtliche Menge Schaden zurückzunehmen verteilt. Das wäre für die Affen. So, dann hier. Erhöht beim Verbrauchen eines Fokuspunkts für kurze Zeit die kritische Trefferchance moderat. Ja, aber den Z-Bonus finde ich aber Müll. Ja. Also nicht. Ja, wenn man die Affen halt verbessern würde, würde das wahrscheinlich schon gehen. Also, Illusion von dem war ich bisher richtig enttäuscht. Ja. Ich meine, wir können auch dabei bleiben, aber 48 ja, wir haben Verteidigung. Ja, wir haben eh nicht genug für ein Z-Teil, für ein drittes. Wir haben ja nur von diesen komischen Kälte-Dingern da. Oder, ja. Also, das Oberteil kostet 2 und die Handschuhe wahrscheinlich, oder die Armschützer kosten wahrscheinlich 1. Ne? Also, das Oberteil kostet 2, Handschuhe 1, Hose auch 1. Achso, okay. Wir hätten genug. Es hätte halt wenigstens mehr Verteidigung. Aber Helm haben wir davon nicht, oder was? Nee, gab's nicht. Oh, Helm ist aus. Ja, mach einfach. Soll ich? Ja, komm. Ja. Was ist denn das andere eigentlich? Schwarz-goldene Armschütze. Immer neue Klamotten. Gut, braun brauchen wir nichts. Selbstbestimmung. Haben einen Punkt. Ganz hoch. Ich würde eigentlich da jetzt nichts machen. Dann war noch das. Wollte man denn die Verbesserung dafür sehen? Ja, bei Zaubern. So. Bei Selbstbestimmung. So, warte mal. Leben ist alles. Nee, haben wir. Da brauchen wir 2. Ich glaube, für Leben wäre halt schon eine Verbesserung noch ganz geil. Stellt Mana wieder her, wenn die Lähmung eines Gegners zertrümmert wird. Hm. Also mit dem nächsten Geistfunken würde ich sowas vielleicht nehmen. Wenn der Gegner gelähmt wird, ist die Angriffsreichweite des ersten leichten Angriffs stark erhöht. Lähmung unterbricht die leichte Angriffskombo, stellt eine moderate Menge Mana wieder her, wenn die Lähmung eines Gegners zertrümmert wird. Also ich würde tatsächlich Lähmen weiter ausbauen. Ja. Dann brauchen wir aber noch neue Punkte. Habe ich gerastet? Aktiv? Weiß ich nicht. Glaub nicht. Wir rasten mal. Nee. Einfach losrennen und aufgefüllt. Naja, das kennen wir ja schon. Ja, ja. Gut. Großes offenes Feld und da vorne sind, glaube ich, irgendwelche Leute, die festgefroren sind. Hoffen wir. Wir wissen es nicht. Oh je. Oh je. Den war kalt. Hm. Hm. Die Kong sieht aber komisch aus. Nee, der kommt wahrscheinlich gleich von oben. Ja, wahrscheinlich. Für den verschwendest du Leben, ey. Naja. Oh, hä? Da hat er mich noch geboxt. Muss ich mich da jetzt durch alle durchprügeln? Weil hier oben auf dem Dach ist der Fritz noch da? Nee, der ist nicht da. Na, ich könnte mir natürlich vorstellen, dass der irgendwann mal ein Boss wird und du vorher noch ein paar Viecher killen musst. Ja. Erstmal ein bisschen weg, weil der nochmal zuschlägt.
wo er nicht mehr kann. Die letzten Zuckungen. Ja. Ja, man kann auch durchrennen. Ja, das finde ich auch ein bisschen widerlich. Ja, da wen? Oh je, ihr Lieben, ich glaube, da kommt gleich ein Bossfight auf mich zu. Mhm. Oh. Gibt gleich Pause. Mal abstimmen. Makakenhäuptling! Ihr Lieben, es ist wieder soweit. Kommt's AFK. Genau. Ihr haltet eure Punkte hoffentlich jetzt bereit. Wir starten eine Vorhersage. Achtung, Achtung. Vorhersage ist gestartet. Ihr könnt Punkte investieren. Ich mache den nächsten Boss, einen Makakenhäuptling. Der sah ja ganz lustig aus mit seiner Unterhose und seinem Ball, den er den anderen da an den Kopf geworfen hat. Von daher, haut mal raus. Was ist denn das schon wieder? Dieses Misstrauen? Ich sehe das schon. Ah ja. Wir werden sehen, was passiert. Bin gespannt, wie der erste Boss hier in Akt 3 ist. Aber ich fühle mich bereit. Ich fühle mich richtig bereit. Was haben wir hier eigentlich an Relikten? Achso, das war das, was wir jetzt gekriegt haben. Die qualmenden Ohren. Wir sind ganz Ohr. Erhöht die Dauer der Unbezwingbarkeit der ersten Aktion aller vielfältigen Kombos leicht. Das muss man auch nochmal skillen, oder? Muss man das nicht aussuchen? Oder Talente können im aktuellen Status nicht erweckt werden. Das sollten wir vielleicht mal tun. Ich glaube, wir haben vergessen, hier Talente zu erwecken. Du glaubst an mich, böse Alte. Dankeschön, das freut mich. Oh, Dennis, du hast auch für mich gestimmt und Glotzi auch. Was ist denn da los? Ich werde versuchen, euch nicht zu enttäuschen. So, der Fritz ist auf jeden Fall am Start. Ich kann halt nichts verbessern. Hier ist unser Zeug. Mal kurz schauen. Steuerkreuz nach unten ist das Schaden erhöhen. Der Rest ist so Brandreduktion, Schadensreduktion bei, also oben und unten sind die Dinger mit Schaden. Gut. Und also nach oben ist Schadensreduktion. Oh Gott, huch, wollte ich noch gar nicht. Ich sehe da schon was kommen. Na, das ist ja toll. Ah, ich habe aus Versehen gedrückt. Wenn du den innerhalb der 3 Tode schaffst, ist mir das 10.000 wert. Na, dann los geht's. Ah. Wir werden sehen. Nach dem ersten Tod, ich werde natürlich nicht vorsätzlich sterben, werden wir hier mal diese Reliktdinger aktivieren. Habe ich echt gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, dass man das kann. Also ihr habt abgestimmt. Schauen wir mal. Was ist denn hier neu eigentlich? Achso, das kleine Goldstück. Ein kleines Goldstück, das mit Steinchen gespickt ist. Wo die nur herkommen, möglicherweise kann es am Schrein des Hüters gehandelt werden. Achso, das sind ja unsere normalen Goldstücke. Ich dachte gerade, das wäre neu. Ihr seht, ich bin verwirrt. Wie immer. Eisensand. Die Sande wurden 9-mal geschmolzen und können zur Herstellung von Waffen genutzt werden. Und ansonsten Tagebuch, wie immer. Ja, was mir gerade aufgefallen ist, hier bei Relikte, das haben wir jetzt ja nicht gemacht, wir können hier noch Sachen aktivieren. Beim ersten haben wir nämlich ja auch opportunistischer Beobachter. Und qualmende Ohren können wir auch noch eine Sache aktivieren. Mhm. Also da müssen wir dann mal schauen, was wir nehmen. Ja, auch mit dem Felsenfest. Erstattet jedoch bei einer Abwehr die Hälfte der Mana-Kosten des Zaubers, was auch krass ist. Und pfeifender Wind erhöht vorübergehend den Angriff nach einem perfekten Ausweichmanöver. Also, ist schon auf jeden Fall was Sinnvolles bei, müssen wir einfach dann überlegen. Aber ich lege jetzt los. Abgestimmt wurde. Bin bereit. Ja, ja, das war klar. Wo ist er denn? Da ist er. Was hätten ihr von kleinen Lebensspalten? Nicht jeder Boss so ein krasser Endboss von irgendeinem Akt sein. Ja,
Was war das denn? Okay, das wollte ich so nicht. So, da hole ich jetzt auch meine Freunde mal. Die haben wir ja lange nicht gehabt. What? Was ist los? Warum ist das langsam? Was war das denn? Hä? Der ist noch nicht tot. Die sehen so anders aus. Es gab 1600 Seelen. Hä? Also jetzt wirklich ernsthaft. Scam. Also, ich meine, zählt das jetzt? Also. Nun ja, er ist weg. Und es gab 1600. Dann läuft das noch, ja? Das läuft noch. Der ist noch nicht durch. Jetzt ist aber das Problem, wir wissen ja nicht, wann er wiederkommt. Ich will es ja auch nicht wissen. Daher kommst du. Daher komme ich. Ich laufe einfach mal weiter. Das zählt noch nicht. Der Bossfight ist noch mitten am Laufen, ja? Bossleiste ist weg, du lebst noch. Theoretisch. Praktisch gucken wir mal. Geh mal hoch, der wartet bestimmt einfach auf mich hier oben. Mhm. Ja, guck mal, da ist noch diesen Felskugel runtergerollt, ja, ja, in dem Pfad hier oder so. Dark Souls. Ich habe mich trotzdem die ganze Zeit, was wir vergessen haben. Hä, aber das ist natürlich wirklich... Das ist wie mit Schnubbel, aber bei Schnubbel haben wir auch, das zählte auch als zwei Bosse, Schnubbel. Wollte ich euch nur sagen. Ja, bei der, aber Schnubbel ist nicht einfach verschwunden, den habe ich richtig umgehauen. Ja, stimmt, Schnubbel hat gesagt, wir sehen uns wieder. Ich meine, guck da mal, da oben, da geht's doch bestimmt gleich weiter. Wir schauen mal, ob es da jetzt weitergeht mit dem Fight. Ein bisschen frostig da auf jeden Fall. Aber da sind ja nur die Fritzen. Und er hat noch gelacht. Ja, es ist halt so ein bisschen durchwachsen. Ich könnte jetzt auch durch einen Billo-Gegner sterben, ist richtig. Ja, aber echt, also eigentlich war das wie so eine erste Phase, ganz ehrlich. Weil das da vorne ist ja auch wieder wer anders. Ihr Lieben. Ja, da mal kaputt da vorne. Ja, bin noch am überlegen. Ist richtig noch, dass der Bossfight eigentlich noch läuft, ja? Auch wenn... Ja, aber wenn ich jetzt hier drauf gehe, ist das schon Shit eigentlich. Weil wir müssen halt noch entscheiden, ob der Bossfight davor zu Ende war. Stirb halt einfach nicht. Eieieiei. Werde ich hier von zwei so Billo-Gegnern abkotten. Ja. Mein Gott, Freunde. Lass mir den Kränk kaputt. Ja, wollte ich ja. Ich krieg den wieder mal nicht anvisiert. Nee, da musst du mal in die Richtung gucken. Mach ich doch. Mein Gott, Fledermaus. Na toll, da hat er den großen Angriff nicht gemacht. Gut, Fledermaus ist weg. Mäunchen. Na gut, gab einen Geistpunkt, ne? Das war aber schon... Zwei sogar. Hey, harter Lähmung Kämpf verbessern. Ja, Lähmung. Und Mana alle. Ja, ist halt... Ach so, und Moment, Relikt aktivieren. Also, was wollen wir? Erhöht die Dauer der Unbezwingbarkeit der ersten Aktion aller vielfältigen Kombos leicht. Ich würde pfeifender Wind nehmen, glaube ich. Erhöht die vorübergehend den Angriff nach einem perfekten... Ja, das wäre ganz gut. Ja. Ja, komm, nehmen wir mal. Und wie gesagt, bei Selbstbestimmung wird die Lähmung verbessert. Stellt nämlich Mana wieder her. Nee, keine Info zum Makaken, bitte. Also jedenfalls nicht, wenn es bossrelevante. Nee, also vor allen Dingen nicht jetzt, wenn es alles irgendwie. Also der ist ja noch nicht besiegt anscheinend. Wenn es irgendein Hintergrundwissen ist, dann von mir aus, aber. Ja, aber manchmal spoilert man dadurch ja was mit. Also einfach warten, bis wir hier bei den Makakenfritzen vorbei sind.
So, können wir die Tür aufmachen? Ja. Nee. Also hier kommen wir auf jeden Fall nicht vorbei. Und hier ist nichts. Rechts geht's, glaube ich, nochmal lang, oder? Ist ja auch zu. Alles zu? Alles zu. Alles zu. Hier geht's hoch. Kannst du bitte aufhören, die Leute kaputt zu machen? Ich finde es widerlich, wenn einfach so Fleisch, gefrorene Fleischbrocken rum. Dafür. Eieiei, das war ja mies. Das war Karma. Ey, Mann, ich wollte einen aufgeladenen Angriff machen. Gut, dass du den nicht genutzt hast. Ja, naja, ich wurde ja vorher unterbrochen. Ja, deine Attacke war noch aufgeladen. Hat ja rot geleuchtet. Na, super. Aber erstmal Skelette hier. Ein Skelett. Oder, naja, der war so dünn, das war schon sehr skelettig, ne? Wenn dünne Menschen auf der Straße rumlaufen, sind auch keine Skelette. Nein, aber der war sehr mager. Zombie. Wow, weg mit dem. Dem hast du das Rückgrat gebrochen. Wie der da hinten weggekippt ist. So. Die Batterie ist gerade alle gegangen. Okay, das ist wieder geil. Wollen wir vielleicht auf Dings wechseln, auf Kabel? Mach halt ein Kabel ran. Ja, weil schon wieder der Controller blinkt. Geil. Ja, gibt's da nicht, ey. Man kann's doch immer. So, hier sind noch zwei, theoretisch. Nee, hier die zwei haben wir noch, aber die halten vielleicht auch wieder nur eine Stunde. Wir können die natürlich nochmal kurz probieren. Der ist eine Frostmine. Ansonsten muss ich irgendwie auch von. Das ist eine schlechte Vorbereitung. Kabelsuche gehen. Naja. Halt so. Lässt sich jetzt nicht ändern. Ja, wir wissen das aber schon seit 3 Wochen. Ja. Kurz Küche, alles klar. Hoffen wir mal, dass es weitergeht. Ich habe mich schon gewundert, warum ich hier gerade stehen geblieben bin, ne? Oh, hier ist wieder was. Ach da. Moment, ich gehe da gleich lang. Bauen. Ach, da sind ja noch mehr Fritzen. Alles voll. Ist das der gleiche Weg? Nee, der andere ging rechts runter. Also, da vorne sieht es auch aus wie so ein Eingang in irgendeinem Frostbereich. Hey! Dich da vorne hat keiner gefragt. Mal kurz weg. Du bist ein Affe, hallo. Wir haben gerade hier so einen Ziegen-Boss-Dämon-Wolfs-Verschnitt gemacht. Du hast Angst vor so 3 Gegnern. Ja. Ja, du hast eine coole Waffe, finde ich. Ganz teuer. Digga, Bogen. Mit dem man da rumsensen kann. So ein Bogen, oder? Ja, es sieht. Weit weg. Ja. Sieht so aus wie ein Bogen. Ich gehe mal ganz kurz erstmal hier lang. Oh, nee, okay, offenes Feld. Moment, mal schauen. Da muss ich eh beide Bereiche dann angucken. Oh, vielleicht geht's jetzt ja weiter. Faith and devotion, quite the notion. Yet how many can claim a mind so pure? Wahrscheinlich ein anderer Boss. Look at you. Through the heavy snow you roam, desiring that thing. Oh my god. Doubt. I read your fortune before you came. Care to hear? Act not and be still. Thy gifts are thy ill. War nicht aus dem allerersten Trailer? Ja, kann sein. I shall not stop you. Aye.
The Keeper of the New West. Welcome, the Destined One. Now fly! Ja, also der Char fliegt automatisch. Gut. Und wieder woanders hin. Ganz großes Kino. Oh, kleine süße Fledermaus. Und dein Raffzähnchen. Tschüss. Der ist richtig weit weg hier. Anni hat den Boss geskippt. Wo ist der da vorne? Der gleitet einfach lang, die kleine Flammos kommt überhaupt nicht hinterher. Ja. Flap, 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 flap. Warte. Wir wieder zurück zu Akt 1. Schön aus da. Leichter Schneefall, Sonnenschein, ja, perfekt.